Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute Video Reaction. Auch hier wieder mal am Start. Heute gucken wir uns auf jeden Fall im Thema Fußball was an. Und falls euch das gefällt, abonnieren. Drückt auf die Glocke. Drückt auf den Abonnieren-Button. Um täglich keine News und Shorts und Videos und alles zu verpassen, Leute. Mit Mr. TNW. Also, Leute, drücken. So. Fangen wir auch gleich direkt, wie gesagt, an. Also, Leute, ich hatte hier was vorbereitet. Wie gesagt, die 20 unglaublichsten Fußballmomente gucken wir jetzt nochmal uns an. Also gucken wir uns an. Wie das war. Gucken, wie das war. Und ihr könnt auf jeden Fall sagen, welchen ihr miterlebt habt und welchen nicht. Und so weiter. Fangen wir auch direkt an. Leute, los geht's. 20 verrücktesten Momente im Fußball. I don't believe it. Und wie wäre es mit diesem unvergesslichen Torjubel? Belgien spielte gegen England in der Gruppenphase bei der WM. Und als Belgien das 1:0 schoss, da hätte sich Michy Batshuayi fast selbst ausgenockt. Oh Mann. Das war fast so peinlich wie diese Szene. Also denn Leute, das war schon richtig peinlich. Ist total verrückt. 2022 spielte der Brasilianer Anthony für Amsterdam. Läuft. Und es war das Spiel der Spiele in den Niederlanden. Amsterdam gegen den Erzrivalen Feyenoord. Anthony schoss das 3:2 für Ajax und wollte das mit den Fans feiern. Und dieser Typ stahl einfach sein Trikot. Ja, da schaute Anthony ganz verdutzt und stand nun oben ohne auf dem Feld. Ja, aber zum Glück hat so eine professionelle Fußballmannschaft ja mehrere Trikots. Und wie wäre es mit dem wohl süßesten Flitzer der Welt? Dieser Hund wollte einfach nur mit Juninho spielen. Und ihn Also da mit den Tieren kenne ich auch, wie Tauben oder Vögel oder Ratten. Also viele Tiere waren schon auf dem Platz, Leute. Dieser Hund während eines Spiels in Georgien. Aber anstatt zu spielen, wollte der einfach nur am Bauch gestreichelt werden. Wir haben ja auf unserem Channel so einige kuriose Jubel gesehen, aber das ist der wahrscheinlich kurioseste. Ja, ist klar, einfach mit Auto. KS Krasnodar ist einer der ältesten Clubs in Polen. Und jedes Jahr gibt es ein Spiel für die Fans zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft. Und ein Torjubel dort lief 2019 ein wenig aus dem Ruder. Da haben sich die Spieler nach einem Tor einfach mal ein Auto gekriegt und fahren es auf dem Spielfeld herum. Und ob der Donati nach seinem Tor auch feierte? Da bin ich mir nicht so sicher. Denn beim Spiel Lecce gegen Atlanta wollte er den Ball klären und machte ein bizarres Eigentor. Und jetzt zu einem der verrücktesten Elfmeter der Fußballgeschichte. Es ist der 18. September 2011. Manchester United spielt gegen Chelsea, angeführt von ihrem Starstürmer Wayne Rooney. Im Spiel wird Nani im Strafraum gefoult, Elfmeter. Rooney tritt an. It's Rooney! Und rutscht aus. Und das war nicht die einzige verrückte Szene im Spiel, denn Torres machte dann noch das hier. Great chance, Torres. Unglaublich, wie man da vorbeischießen kann. Und unsere Nummer 14. Ja, Junge, Alter. Ist klar, der eine rutscht einfach weg und der andere schießt einfach leeres Tor. Ey, das kennen wir aus der Kreisliga, Leute. Einfach so leeres Tor, boom, oder schießt gegen Latte. Ich denke mir nur so, ja. Aber damit den Tieren kennen wir aus verschiedenen Stadien. Und damit den Auto einfach crazy, Leute. Also viele Aktionen. Ich denke mir so, und der eine knockt sich so dich, Alter, selber aus. Ich denke mir so, what? Wo bin ich? Ja. Auf jeden Fall machen wir auch direkt weiter, Leute. Die ist auch komplett verrückt. Und ihr guckt ihr die. Der Hazard lieferte sich ein Duell mit einem Balljungen. Der junge Charlie Morgan wollte beim Spiel Swansea gegen Chelsea das Spiel ein wenig verzögern. Und Hazards Lösung? Er kickte den Balljungen und wurde daraufhin selbst vom Feld gekickt. Was aus dem Balljungen geworden ist? Naja, der ist jetzt 40 Millionen Pfund reich, dank seiner eigenen Wodka-Marke. Und Probleme mit dem Ball gab es auch bei unserer Nummer 13. Es ist Champions-League-Finale, Real Madrid gegen Liverpool. Es geht um alles und beide Teams kämpfen unerbitterlich. Und dann das. It's a goal. Ja, ich sag, was für ein Alter, was für ein Fehler, Leute, Dinge. Hatte, wahrscheinlich gar nichts. Was für ein Geschenk für Benzema. Und das auch noch im Champions-League-Finale. Gerüchten zufolge hatte der Keeper eine Gehirnerschütterung, nachdem ihm Ramos ein paar Minuten zuvor diesen Schlag versetzt hatte. Und daher machte der Keeper diesen Fehler. Die Liverpool-Fans waren sprachlos. Und das war nicht der einzige Hingucker im Spiel. Leute. Wie wäre es mit diesem Wahnsinnsfallrückzieher? Ja, der Bale ist auf jeden Fall beweglich. Und auch bei unserem nächsten Clip spielt der Torwart die Hauptrolle, beziehungsweise beide Torhüter.
Dieses Tor ist ein Weltrekord, denn es wurde aus 96 Metern und einem Zentimeter Entfernung geschossen. Tom King konnte sich sichtlich darüber freuen, Josh Griffith eher nicht so. Sieht einfach nur unglücklich aus, wie der Ball über ihn drüber springt. Und auch unsere Nummer 11 ist zum Lachen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, Leute. Einen wahnsinnig talentierten Spieler, aber er ist nicht nur für seine Dribblings bekannt, sondern auch für seine Schwalben und seine Theatralik. Und bei der WM 2018 sahen wir wahrscheinlich seine beste Performance. Ja, die Leute fanden das so lächerlich, dass sie sich mit hunderten Memes darüber lustig machten. Ich liebe das Internet. Und wisst ihr, was ich noch liebe? Verrückte Maskottchen. Vor allem die von amerikanischen Leute, ich habe auch ein paar verrückte so 15 Mal Rolle, Attila, wie so ein Adler geil, oder Hennes, den Kölner Geißbock. Und 2015 ging es für Köln um alles. Sie spielten gegen Frankfurt und tatsächlich, Köln schoss 4 Tore. Und beim 4:1 für Köln, da flippte der Torschütze komplett aus. Puh, das arme Tier. Ja, aber wie wäre es mit einer der verrücktesten roten Karten? Arsenal spielte gegen Wolverhampton und in der 69. Minute, da schubste Martinelli den anderen Spieler beim Einwurf. Schubste er noch einen anderen um. Der Schiedsrichter gab ihm daraufhin 2 gelbe Karten hintereinander. Verrückt, aber auch ein wenig zu hart, finde ich, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Unglaublich ist auch unsere Nummer 8, denn Sky-Reporterin Jessica Kastrop wollte eigentlich nur an der Seitenlinie kommentieren. Rüdel hat ihn am Mikrofon. Ja, vorm Spiel Mainz gegen Stuttgart stand sie einfach nur falsch. Aber das Verrückte, ganze 4 Jahre später passierte das gleiche nochmal. Vielleicht sollte sie echt über einen Helm nachdenken. Aber verrückte Sachen passieren nicht nur bei uns in Deutschland. Nein, auch in England gibt es Reporter, die uns schmunzeln lassen. Here we go again, new season, new title. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum hat Gary Lineker seine Klamotten vergessen? 2016 schrieb er diesen Tweet. Wenn Leicester die Premier League gewinnt, dann komme ich nur in Unterhose. Leicester gewann tatsächlich. Seine Kollegen im Hintergrund fanden es auf jeden Fall richtig lustig. Und richtig lustig ist auch unsere Nummer 6, als der Torwart einfach den Ball... Leute. Aber richtig nice, ey. Nehmen wir einfach... Und wie gesagt, auf jeden Fall auch richtig geile Aktion von denen. Ja, ich weiß, ihr kennt das ja damals noch, Leicester City. Einfach Wunder gewann die Premier League damals, ey. Einfach auch geiles Erlebnis, Feeling gewesen für die Leute da bestimmt. Und einfach, ja, machen wir auch direkt weiter. Alphagas. Erste. Ja, der Mainzer Torhüter war so in Gedanken, dass er einfach vergaß, den Ball mitzunehmen. Glück für ihn, dass ihm das Ganze gerade noch auffiel, bevor einer der Gladbacher Gegenspieler den Ball ins Tor schießen konnte. Und langsam, aber sicher kommen wir zu den wirklich verrückten Momenten im Fußball. So wie unsere Nummer 5. Ein peinlicher Moment für Ronaldo. Ronaldo, ein Weltstar, einer der besten Spieler der Welt. Wir alle kennen ihn für seine Dribblings, seine Tore, seinen Siegeswillen. Aber wie wäre es mit einer der lustigsten Fernsehwerbungen jemals? Was dieses japanische Produkt am Ende bringt, bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall bringt es mich zum Schmunzeln. So wie unsere Nummer 4. Leeds spielte 2019 gegen Aston Villa und beide kämpften hart für den Sieg. Aber bei einem Zweikampf ging ein Villa-Spieler verletzt zu Boden. Seine Mitspieler liefen langsamer und forderten Leeds auf, den Ball ins Aus zu spielen. Doch die weigerten sich und schossen ein Tor, was die Villa-Spieler auf die Palme brachte. Und was dann geschah, war unglaublich. Villa überzeugte Leeds-Coach Marcelo Bielsa, sie ohne Gegenwehr ein Tor schießen zu lassen. Bis auf diesen einen Verteidiger, der nicht so happy war über diese Entscheidung. Aber unsere Nummer 3 ist ein weiteres verrücktes Tor, das es nie hätte geben dürfen. Bayer Leverkusen spielte gegen Hoffenheim. Ja, genau, dieses Phantom-Tor, Leute. Wisst ihr noch? Dieses Kopfballs mit 2:1. Es gab ein Loch im Netz, wodurch der Ball ins Tor ging. Doch das fiel den Schiris nicht auf, der Treffer zählte. Und unser zweiter Platz wird von keinem anderen als Sergio Ramos belegt. Denn was bei diesem Spiel passierte, war einfach nur skurril. Oh Mann. Madrid spielte gegen Eibar, doch in der zweiten Hälfte sagte Ramos plötzlich etwas zum Schiedsrichter und lief dann vom Feld. Jeder war verwirrt und dachte zuerst, dass es sich um eine Verletzung handelte. Doch nur eine Minute später rannte er wieder zurück aufs Feld. Was war passiert? Hatte er seine Schuhe gewechselt, sein Trikot getauscht oder auf Abonnieren gedrückt? Sein Coach Zidane verriet es allen auf der Pressekonferenz. Angeblich musste Ramos kurz seine Unterhose wechseln und aufs Klo. Manchmal ist es einfach dringend.
Und auch bei unserer Nummer 1 spielte Real Madrid eine große Rolle. Es war Halbfinale und Dortmund spielte im Hinspiel in Madrid. Doch 2 Minuten vor Anpfiff kletterten spanische Fans auf den Schutzzaun hinter einem Tor. Der Zaun knickte ein und riss dann das befestigte Tor mit sich. Und dieses war nun kaputt. Das Problem, es gab kein Ersatztor. Erst 76 Minuten später wurde das Spiel angepfiffen. Denn ein Ersatztor musste erst vom Trainingsgelände ins Stadion gebracht werden. Die Kommentatoren Günther Jauch und Marcel Reif hatten aber sichtlich Spaß an dem Ganzen. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan wie heute hier. Aber wusstet ihr, dass die Fußballlegende Ronaldinho ins Gefängnis musste? Leute. Ach ja, wie gesagt, das Spielzeug hier kennt ihr mit den Lippen. Auf jeden Fall, das ist richtiger Schwachsinn, Leute. Ey, könnt ihr, vergesset. Also empfehle ich euch nicht zu kaufen. Das hier mit Ramos, ja, ist halt menschlich. Wir wissen es, Leute, kennt man ja. Und dann mit den Toren, ja, das waren damals Zeiten. Ich glaube, heute geht das gar nicht mehr, meine ich, ey. Könnt ihr auch mal in den Kommentaren zur Meinung schreiben, was war die beste von den Top 20? Was hat euch gefallen? Oder sonstiges. Wie gesagt, lasst ein Like da, abonnieren, drücken direkt, Glocke aktivieren und so weiter. Das war auch mit der Video-Reaction. Falls ihr irgendwie was habt oder sonstige noch, schreibt unten das in den Kommi. Wie gesagt, ciao, Mr. TNB. Ciao.